Oh, jetzt bin ich ja sogar relativ weit. Boah, ist das schwer. Ja, das, die Karte, das muss ich sagen, da haben wir auch echt leider eine ziemlich schwere Karte erwischt zum Anfang. Oh, nein, nein, nein! Oh, warte mal, wo bin ich jetzt hier gelandet? Mann. Bin ich jetzt wieder hoch? Komm jetzt in die Grüne und springe jetzt in den Abgrund. Also ich muss sagen, das Spiel macht mega viel Spaß. Oh ja. Nein, nein! Das finde ich natürlich schon mal... Ui, was passiert denn hier? Hey Leute, was geht? René hier und ich bin nicht alleine, sondern hier mit... Donny! Hallo! Und wir haben uns ja schon einmal in Adopt Me gesehen, als Baby René und als Papa Donny. Und jetzt spielen wir ein paar Runden Rage Runner, oder? Ja, genau. Genau, du hast... Bin ich jetzt mal voll gespannt. Ja. Ja, ist jetzt hier dein erstes Mal. Du hast dir das einmal ganz kurz angeschaut. Und ich kann schon mal sagen, genau. Rage Runner ist, glaube ich, echt nach Adopt Me mein absolutes Lieblingsspiel geworden hier in Roblox. Ah, okay. Ja, dann musst du mich mal auch hier ein bisschen einführen. Ja, auf jeden Fall. Also da kommst du gar nicht drum herum. Und okay. Du merkst ja wahrscheinlich schon, hier geht es ziemlich viel um Geschicklichkeit. Also man muss vor allem im richtigen Moment losspringen. Wir haben hier gerade auch eine neue Karte. Oh, und ja. Das war's auch schon wieder mit der Geschicklichkeit bei mir. Oh. Achso, ich habe jetzt die ganze Zeit auf dich gewartet, bis ich oben gesehen habe. Danke, schlug. Das ist aber nett von dir. So, jetzt muss okay, ich auch mal kurz gucken. Ja. Man merkt auf jeden Fall, bisher tun sich alle Leute ein bisschen schwer. Man kann ja oben sehen, wie weit die Leute sind. Genau. Aber da hat sich jetzt keiner noch wirklich so hervorgetan. Oh, jetzt bin ich ja sogar relativ weit ist das vorne. Schwer. Ja, das, die Karte, das muss ich sagen, da haben wir auch echt leider eine ziemlich schwere Karte erwischt zum Anfang. Die Karte ist, Anfang, wie gesagt, neu in Rage Runner. Oh, nein, nein, nein! Oh, warte mal, wo bin ich jetzt hier gelandet? Mann. Bin ich jetzt wieder hoch? Ah, hier komme ich wieder hoch. Okay, sehr gut. Okay, hier fahre ich wieder runter. Mann. Und, wie läuft's bei dir? Naja, die Steuerung ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber man muss sich vor allem sehr sensibel, aber nein. Hast du denn, du meinst, dass man die Kamera schnell bewegt? Nee, also die Figur schon, also beim Laufen, das ist schon sehr... Genau, weil es gibt nämlich auch die Mann, Möglichkeit... Schon wieder runtergefallen. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, die Kameraempfindlichkeit einzustellen. Da hatte nämlich Claudio einfach wochenlang die Kameraempfindlichkeit auf der höchsten Stufe und hat das nicht gemerkt. Das hat man natürlich auch dann, also dementsprechend hat er dann natürlich auch das Spiel gespielt. Aber da müsste eigentlich, das kannst du nochmal nachschauen, das ist bei den Einstellungen und dann bei der Kameraempfindlichkeit, aber die müsste eigentlich standardmäßig bei 1 bei dir sein. Das würde ich dann auch empfehlen. Ja, also eine Kameraempfindlichkeit ist super. Okay, ja dann, genau, dann können wir das einfach so lassen. Genau. Wir spielen das normalerweise auch immer mit dem... Vielen Dank für den Tipp. Jo, gerne. Wir spielen das auch normalerweise immer mit dem Format, dass der Verlierer ein Haustier abgeben muss in Adopt Me. Aber ich bin... Ja, genau. Ich bin in der Runde mal so gnädig und gebe dein Haus und will kein Haustier von dir. Ja, danke schön. Das ist sehr gnädig von dir. Vor allem, weil ich nicht weiterkomme bis zum Sofa. Aber da muss ich auch echt sagen, das liegt vor allem auch echt daran, dass die Karte ziemlich schwierig ist. Achso, die ist immer, die Karten also laufen genau, per Zufall, oder? Genau, die Karten, die wechseln immer. Es gibt manche Karten, die sind dann sozusagen so eine Karte, die es nur für eine bestimmte Zeit gibt, bei einem bestimmten Event. Und dann manche Karten, die, normalerweise ist das immer so, dass die Karten sich aus mehreren Blöcken zusammensetzen und das ist immer zufällig. Das wird wahrscheinlich nach dieser Runde hier der Fall sein. So, und jetzt bin ich sogar relativ weit, wenn ich mal weniger labern würde. Ich bin auch bei den Büchern. Ah, sehr gut. Oh, jawohl. Über den Tisch. Nein. Vielleicht, das wäre natürlich eine krasse Sache, wenn es was in der ersten Runde... Nein, 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 nein. Wenn es was direkt wird mit einem Sieg in der ersten Runde, die du überhaupt spielst. Aber die Zeit ist leider jetzt auch doppelt so schnell. Das wird dann eine enge Kiste. Bei mir sowieso, ich bin jetzt gerade wieder am Start. Mhm. Oh, jetzt bin ich im Buch hier gefangen. Hat er jetzt eigentlich nicht vor zu lesen. Komme ich hier wieder... Nein. Okay, ich glaube... Bei der Karte wird es nichts. 40 Sekunden. Ich bin gerade hinter dir. Schaffe ich das noch? Nein. Oh, da habe ich gesehen, was passiert ist. So, aber ich finde, du schlägst dich gar nicht so schlecht. Also du bist ja auf jeden Fall schon mal ein paar Mal ein bisschen weitergekommen. Ja, genau. So, und ich warte jetzt einfach mal, bis die neue Karte da ist. So, eine Person hat es geschafft. Und das ist jetzt wieder eine normale Karte. Also das ist eigentlich die Standardkarte in Rage Runner. Das heißt, hier darf man, das ist eine goldene Regel in Roblox, man darf nicht die leuchtenden Flächen berühren. Ja. Es gibt auch so andere Spiele, wo man seine Geschicklichkeit testen muss.
Aber die ist auf jeden Fall schon viel leichter, weil da sterbe ich nicht so schnell. Jo, das stimmt. Oh, ups, okay, und tot. Und hier gibt's keine Bücher, das ist auch schon mal gut. Ja. So, hier springen wir mal wieder hoch. Und hier geht's auch nach oben. Ah, ich glaube, den Block habe ich noch nicht gesehen. Oh. Wir spielen nämlich so viel Rage Runner, dass man eigentlich inzwischen schon fast jeden Block kennt. Aber der war, glaube ich, neu. Oh, was? Das läuft ja von alleine hier. Boah, die Map ist ja. Und Leute, super bisher sind wir auch sogar ohne Schreien ausgekommen. Das heißt, die Leute, die gerade das Video gucken mit Kopfhörern, die können sich freuen, weil. Hier wird gerade. Pause hier. Nein! Ich habe mich nochmal zurückgehalten, nicht zu schreien. Aber ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass wir gerade nicht um ein Haustier spielen. Das kann gut sein, weil dann. Dann ist natürlich nochmal ein ganz anderer Druck dabei. Genau. Boah, da muss ich ja echt in dem Spiel besser werden. Damit ich in Zukunft keine Haustiere verliere. Das auf jeden Fall. Also, wenn wir das nächste Mal so spielen, weit ist. Ja. Dann will ich ein Haustier von dir haben. Okay. Okay. Mission: jeden Tag spielen. Ja. Das heißt, ab jetzt musst du eigentlich den ganzen Tag spielen. Ja. Und wie viele Maps gibt es davon? Also, es gibt, glaube ich, also eigentlich gibt es unendlich viele, weil sich das immer. Ui, nein! Heute bin ich aber auch echt nicht gut. Eigentlich gibt es unendlich viele, weil sich das immer neu zusammensetzt. Das heißt, es gibt dann so einen gewissen Pool an Blöcken. Also, ein Block ist immer eine Farbe. Und das setzt sich dann immer neu zusammen. Und das sieht dann immer so aus, als wäre es eine neue Karte. Man erkennt das manchmal dann, dass es eigentlich ein vorhandener Block ist, den man schon mal gespielt hat. Konzentration, weil. Bitte? Nee, schon gut. Ich red ab und zu mit mir selbst, dann musst du dich vielleicht auch nochmal dran gewöhnen. Gut zu wissen. Ja. Ist immer noch weit entfernt vom Ende. Wo bist du gerade? Bei den leuchtenden Blöcken am Anfang. Siehst du mich? So. Siehst du mal, wie schnell ich bin? Ich laufe dir davon. Das glaube ich nicht. Wenn ich nach oben gucke, da sehe ich meinen schönen Kopf aber noch relativ alleine. Wobei, ein paar Leute sind mir aber auch auf den Fersen. Du hast Zeit, nach oben zu gucken? Natürlich. Okay, gut, dann bist du auf jeden Fall besser, als ich gedacht habe. Okay, es wurden Checkpoints gekauft. Das heißt, wenn man... Was? Ach, das sind so Trampoline hier, krass. Das heißt, wenn man... Nein! Oh, doch, okay. Wenn man hier runterfliegt, dann kommt man nicht ganz an den Start, sondern dahin, wo man zuletzt war, also bei dem letzten Block. Das ist natürlich schon mal ganz cool. Ja. Vor allem für so einen Anfänger wie mich dann. Ja, ist eigentlich perfekt. Also hat die Person auf jeden Fall mal was Nettes gemacht. Ich bin immer so knapp auf den Plattformen. Ja, das ist vor allem, wenn du bei der grauen Ebene bist, da siehst du das. Das ist immer eine ganz knappe Sache. Das sind nämlich so Trampoline. Also ich muss sagen, das Spiel macht mega viel Spaß. Oh ja. Nein! Das finde ich natürlich schon mal... Ui, was passiert denn hier? Das finde ich natürlich schon mal gut, dass dir das gefällt, weil hier bei Zock mit mir... Oh, und ich bin ja schon am Ziel. Weil hier bei Zock mit mir, da gibt es eine goldene Regel. Alle Leute, die hier auf dem Kanal zu sehen sind, die müssen Rage Runner auch gut finden. Und da finde ich natürlich schon mal gut, dass du da... Ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, die... Nein! Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja, das kann schnell passieren, wenn man Rage Runner spielt. Ja. Aber da ist auch einfach wichtiger, das Spiel zu gut zu spielen. Oh. Ups. Nein! Hey, wie komme ich denn... Oh, wo bin ich jetzt? Oh, habt ihr das gesehen? Da war ich plötzlich ganz woanders. Oh, Mann. Okay, jetzt. Boah, ich bin jetzt auch bei den pinken Flächen. Und da muss man ja schräg hochspringen. Das ist ja mega schwer. Ja, da sagst du was. Stimmt, ich sehe deine Haare. So ganz, ganz leicht sehe ich die. Vor allem, wie komme ich da jetzt hoch? Okay, und siehst du mal, wer da auf der rechten Seite am Tanzen ist. So, nächste Runde. Das ist natürlich der schönste Moment, wenn man sich selbst da tanzen sieht, weil man gewonnen hat. Ich würde sagen, ich sehe mich auch gleich tanzen.
Ja, das wäre natürlich, also das wäre echt stabil, weil das haben Claudio und ich auf jeden Fall nicht geschafft, in der ersten Runde direkt zu gewinnen. Und, aber wenn es nicht klappt, dann ist das auf jeden Fall keine Schande, weil, wie gesagt, haben wir auch nicht geschafft und Rage Run ist auch echt gar nicht so einfach. Ja, vor allem, ich merke das gerade, ich habe mir gedacht, Rage Runner, ja okay, einfach so eine Strecke herlaufen. Ja, das sieht so einfach aus. Kann doch gar nicht so schwer sein, ne? Ja. Und dann plötzlich siehst du die Map und dann denkst du dir, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Da hast du recht. Also, ich glaube, wenn ich die Videos nur sehen würde, dann würde ich mir auch denken, okay, da kannst du ja eigentlich gar nicht verlieren, aber doch, kann man, Leute. Und das geht auch sehr schnell. Bitte? Und das geht auch sehr schnell, oh, ja, zu verlieren. Genau. Aber das Gute ist, ich glaube, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer von uns, die wissen das auch, weil die meisten spielen das von uns auch. Also, oh, ups. Also, viele Grüße auf jeden Fall dann auch an alle, die uns zwischendurch hier immer sehen. Ab und zu schreiben ja auch Leute von euch. Genau, viele Grüße. Ah, das sieht auch krass aus. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wo bist du? Ich bin gerade bei der dunkelblauen oder bei der blauen Ebene. Ah, okay. Also weit vor mir. Natürlich. Komm jetzt in die grüne und springe jetzt in den Abgrund. Ja, da landet man häufiger bei Rage Runner. Also wenn man fünfmal hintereinander runterfällt, dann kann ich gut den Namen verstehen, wieso es Rage Runner heißt. Oh ja, also wie gesagt, heute ist nicht so viel Rage am Start, aber wie gesagt, ist auch gar nicht so schlecht für die Leute, die jetzt gerade nur ein ruhiges Video gucken wollen. Aber nächstes Mal wird geraged, weil nächstes Mal wird bestimmt um ein Haus hier gespielt. Und dann, man merkt einfach, da ist echt der Druck nochmal so viel höher. Vor allem, wenn man weiß, dass Claudio derjenige ist, der das Haus hier bekommt. Das ist dann doppelt so hart. Oder einfach der Gedanke, ein Haus hier abzugeben. Ja. Das ist ja das schon schlimm genug. Ja, das macht mir schon schwitzige Hände. Mhm. So, aber ich rage auch einfach nicht, weil... Oh, wenn ich jetzt hier runterfalle... Nee, okay. So, und jetzt ist natürlich die Frage, bin ich nett und gehe ich nicht ins Ziel, damit die Zeit noch bleibt? Ja, ich glaube, das machen wir mal. Weil, aber wenn das ist ja super nett, ja. Man kann vom Ziel nämlich sich entscheiden, ob man ins Ziel läuft und... Warte mal, jetzt schauen wir mal, ob der andere ins Ziel läuft. Ja, der läuft direkt ins Ziel. Okay, der ist nicht nett. Und das ist schon die nächste. Ich glaube, die läuft auch direkt ins Ziel. Oder? Ja, eindeutig. Dann kannst du auch schnell ins Ziel laufen, damit du Dritter wirst, oder? Ach ja, stimmt. Jetzt habe ich ja gar nicht, jetzt habe ich mir ja gar nicht den dritten Platz, den ersten Platz gesichert. Da will man einfach nur nett sein. Ja, wirklich. Und dann verpasst man ja den gleich ersten. Ja, dann muss ich jetzt natürlich, bevor hier noch jemand anderes kommt. Daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Aber ich glaube, beim dritten Platz sieht man mich noch tanzen. Mann. Das ist die Hauptsache natürlich. Also langsam merke ich, wie bei mir die Range steigt. Wenn ich vor allem hier bei den grünen Flächen schon die ganze Zeit runterfalle. Ja, aber das Ding ist auch, es ist auch bei Rage Runner... Oh, jetzt bin ich wieder am Anfang. Keine Ahnung warum. Es ist bei Rage Runner auch nicht so, dass es zum Ende immer schwieriger wird. Also manchmal per Zufall vielleicht, aber manchmal ist es auch so, dass es schon ganz am Anfang relativ harte Stages sind. Ja, das war ja bei uns gerade der Fall. Oh ja, das stimmt. Mit den Büchern. Genau, die Karte war sowieso. Also da hat... die war mega schwer. Ja. War vielleicht kein guter Einstieg, direkt die schwerste Karte, die es geben kann, um Rage Runner zu kriegen. Aber dann bist du auf jeden Fall jetzt erstmal gewappnet für die nächsten Karten. So, ja. Man sieht mich doch. Oh, schon wieder. Da sind wir wieder. So, und ich würde sagen, hier ist jetzt auch die Karte von gerade. Das heißt, ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal Schluss für heute. Und wie hat's dir gefallen? Boah, super. Also ich bin voll drin. Ja, dann steht ja dem nichts im Wege, dass wir das nochmal spielen. Und dann natürlich um Haustier, Fall, ja. Um Haustier in Adopt Me. Ja, da muss ich mir jetzt mal überlegen. Aber doch. Okay, dann aber du kriegst ja, ich meine, wenn du jetzt viel trainierst, dann hast du natürlich, du hast ja noch nicht so viele Haustiere als Papa Donny, das heißt, da hast du natürlich auch eine gute Gelegenheit, mir eins abzuziehen. Ah, das, ja, auf jeden Fall. Das heißt, stimmt. Da muss ich nur ins Ziel kommen. Ja, das heißt. Ab heute mache ich nichts anderes außer spielen. Rage Runner. Das heißt, dann kannst du dir ja mal Gedanken. Oh, jetzt falle ich hier runter. Dann kannst du dir ja mal Gedanken machen, welches Haus du gerne von mir hättest. Dann wissen wir auf jeden Fall, um welches wir beim nächsten Mal spielen. Und, alles klar. Leute, ihr könnt gerne mal auch mal in die Kommentare schreiben, wie Donny sich geschlagen hat. Ich fand es ziemlich gut, oder? Also wenn ich daran denke, wie ich das erste Mal gespielt habe, war das glaube ich nicht so gut. Also schreibt es gerne in die Kommentare, lasst auch gerne ein Like da, wenn wir noch häufiger zusammen Rage Runner spielen sollen. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Genau, ciao. Ciao.